So, meine Lieben, endlich geht's weiter bei Splinter Cell. Ich freue mich schon, es ist ein bisschen her, aber für euch ist es wahrscheinlich nicht so lang wie für mich. Und ihr erinnert euch noch, was wir machen müssen. Und zwar diesen Retina-Scanner überlisten. Aber dafür fehlt uns die richtige Zielperson. Und dort ist ein netter Computer, den wir hacken können. Dann gucken wir mal, was uns dabei so... Ja, ich kann nicht mehr reden. Was da wir dabei so ans Tageslicht führen. Er muss bei Bewusstsein und kooperativ sein, damit er den Retina-Scanner für die Tür zum Hof bedienen kann. Woher weißt du das alles? Es ist mein Job, alles zu wissen. Gut. Dann speichern wir nochmal kurz, denn jetzt kommt der Oberst. Die Frage ist, wo kommt er her? Dort hinten schätze ich mal nicht. Also wird er wahrscheinlich über eine dieser beiden Treppen hier kommen. Und dort sehe ich ihn auch schon. Perfekt. Ich dachte schon, jetzt läuft er dem Typen da hinten, sonst hätte ich ihn da auch noch ausschalten müssen. Zum Glück aber nicht. Er setzt sich an den Rechner. Dann hoffen wir mal, dass wir den schnappen können und dass der Typ da hinten alarmiert wird. Ganz ruhig. Du siehst nichts, du hörst nichts und dann wird dir auch nichts passieren. Aber du, Freundchen, dich brauche ich. Theoretisch könnte ich die Waffe auch gut gebrauchen, die du damit hast, aber ich glaube nicht, dass Sam das so doll findet, da das nicht gerade sehr stealth-mäßig ist, okay. Ich hoffe mal, die Tür geht wieder zu, weil dann kann ich den netten Kerl hier K.O. schlagen. Ach, er hat was in der Tasche. Und zwar ein Medikit. Gut, dann haben wir zwei Stück davon. Ich habe immer noch nicht gerafft, was die Munitionsanzeige ist, aber ich glaube, die untere der beiden Sachen ist das gerade Magazin und das da drüber ist, wie viele Magazine ich noch habe, außer dem, was gerade eingelegt ist. Hoffe ich. Wenn ich da falsch liege, kein Plan. Und durch irgendeine Taste kann ich auch zwischen Normal- und Schnellfeuer wechseln, aber auch keine Ahnung, wie das geht. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kamera und wenn ich schnell bin, kann ich die ausschalten, bevor sie zurückschwenkt. Perfekt. Und dann gucken wir mal... Ja, was hinter dieser Tür auf uns wartet. Gut, hier ist der Hof. Der Vorteil ist, wir haben das Lasernetz deaktiviert und jetzt sollen wir eine Unterhaltung aufzeichnen, also werden wir dafür das Lasermikrofon gleich brauchen. Denke ich mal. Ja. Im gläsernen Aufzug und das da sollte der gläserne Aufzug sein, auch wenn mir das hier nicht gefällt, dass ich hier so sehr im Licht stehe. Der Glasaufzug ist auf dem Weg nach oben. Benutzt das Lasermikro, Fischer. Es ist unerlässlich, dass wir wissen, was Grinko und Messi sagen, ehe sie oben sind. Ja, ich bin schneller als ihr. Habt ihr das etwa mit Zangen rausgerissen? Wir hatten Probleme mit Blausteins Chip. Wie du siehst, kleben immer noch Muskelfasern dran. Ganz schön eklig. Nett. Du hast den falschen Job, wenn du kein Blut an die Hände bekommen willst. Was immer Nikolaj in Aserbaidschan auch macht, hat er selbst zu verantworten. Du bist also nur Werkzeug? Du bist ein Werkzeug. Ich bin die Hochtechnologie, der reine Machmann. Blut klebt an deinen und Nikolazes Händen. Meine sind sauber. Und es ist... Ist was? Sauber. Aserbaidschan? Klar, Alter. Die Operation ist gottverdammt absolut sauber. Bis auf die Dateien, die Nikolaze auf seinem Rechner hat. Du musst mit ihm endlich darüber reden. Klingt, als hätten wir die Implantate gefunden. Ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen. Ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten. Wir werden noch mehr brauchen. Nikolazes Computer. Erraten. Geh in sein Büro und aktiviere den Computer. Der Alarm braucht dich nicht mehr zu stören. Wir agieren jetzt im Rahmen der Fifth Freedom. Sehr gut. Das heißt, ich darf erwischt werden, was überhaupt nicht sehr gut ist, weil ich mir selber das Ziel gesetzt habe, nicht erwischt zu werden. Das heißt, ich möchte auch keinen Alarm auslösen, egal ob ich da entkommen kann. Und wir haben ein Problem, denn jetzt patrouillieren hier ein paar Typen rum.
Aber wir haben ein paar neue Notizen gekriegt. Nein, wir haben nur Ziele gekriegt, und zwar den Computer hacken und in den Nordflügel eindringen. Dessen Tür wahrscheinlich... Ach, Pistole. Dessen Tür wahrscheinlich dort hinten ist. So. Ich denke mal nicht, dass ich über diesen Platz komme, wenn ich die Lampen nicht ausschalte. Das ist nicht gut. Das heißt aber, dass die Wachen alarmiert werden. Also muss ich mich so lange hier hinten verstecken. Ach, verdammt, zieh doch mal vernünftig, Sam. Geht doch. Und abwarten. Da ist einer, da hinten sind die beiden. Solange die Musik läuft, möchte ich mich aber ungern aus meinem Versteck rausschleichen. Ich weiß, dass das schief gehen kann, aber versuchen wir es einfach mal. Wenn ich ein bisschen zu sichtbar fühle. Es ist die Frage, ist das da hinten der Eingang? Ne, der scheint blockiert zu sein. Gut, dann muss das da der Eingang sein. Vielleicht ist es besser, dass ich nichts sehe. Bitte komm hier nicht rüber. Gut, ich weiß aber, dass ich hier erstmal sicher bin und ich ihn da theoretisch holen könnte, wenn er nochmal dahin läuft. Auch wenn ich hier ein bisschen nass werde durch den netten Rasensprenger. Ich muss unbemerkt darüber kommen. Ja, das ist auch für das Cell. Es war für euch ein bisschen langweilig, aber Laufrouten abpassen ist unerlässlich. Zwar eher auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber es macht auch auf Normal Spaß für Leute, die sich auch an Spielen wie Thief erfreuen. Verdammt. Okay, nein, das wird nichts. Das macht. Müssen wir neu laden, egal. Dann versuche ich den mal nicht auszuschalten. Toll, ich kann nicht über die Hecke klettern. Das ist kacke, weil ich so hier eigentlich ins Licht laufe. Aber er hat mich nicht gesehen, da bin ich sehr froh drüber. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Ja, das war sehr intelligent. Ich wollte eigentlich hochklettern, aber der hat das Geräusch gehört. Könnte es sein, dass ich gerade durch dieses Ungeschick sogar Glück habe? Nein, ich habe kein Glück, denn ich brauche hier Freiheit. In diese nette Tür. Verdammt. Ach, gut. Knapp. Schnell ausschalten. Gut, Nummer 1 haben wir. Und bis jetzt ist keiner alarmiert. Da ich diese Tür aber knacken muss, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die auszuschalten oder zu hoffen, dass ich es auch ohne schaffe. Also rüsten wir mal die... Nein, funktioniert nicht. Die andere Frage ist, ich habe aber den Einweg... Dietrich. Ich meine, das hier wird wohl die einzige Situation sein, bei der ich überhaupt keine Zeit habe, eine Tür zu knacken, wenn ich nicht alle eliminiere. Pech.
Perfekt. So läuft das. So muss das sein. Und so haben wir es in den Nordflügel geschafft. Wir schaffen uns mal wieder ein bisschen Nacht. Und ja. Verdammt, jetzt sag nicht, hier geht's nicht weiter. Leute, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ach so, da sind Schalter. Was macht dieser Schalter? Ach, dieser Schalter lockt eine weitere Person hier hin. Warte mal, was hat er da jetzt alles gestanden? Ich save mal kurz, da ich nicht weiß, ob ich diese Person vielleicht brauche. Ein Speicherstick. Gut, dann lesen wir uns den mal durch. Und Colonel Ramas Lord Kipanice. Ja, ich habe die Namen schon wieder komplett vergessen. An Clive Alimov. Mr. Alimov, dies ist mein zweiter Ersuch an Sie, den Lattenrost zu entfernen, der den Hof säumt. Die Ranken Ihrer Ihres Blauregens, Pflanze wahrscheinlich, sind inzwischen so dick, dass ich befürchte, dass Sie das Gewicht eines Menschen tragen könnten und sich denn deshalb für das Ministerium ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar. Bitte antworten Sie mir und teilen Sie mir mit, wann Sie den Lattenrost entfernen werden. Vielen Dank. Gut, damit haben wir den fehlenden Hinweis erhalten, wie wir in den Nordflügel kommen, denn diese Tür da hinten ist verschlossen. Jetzt muss ich nur schnell wieder in den Schatten kommen und wir suchen uns dieses Ding da. Denn das ist die einzige Pflanze, die ich weit und breit entdecken kann. Und was für eine grafische Pracht, diese Motten, wie sie in der Nachtluft umherflattern und sich ihrer Freiheit erfreuen. Und wir gehen ein bisschen bergsteigen, aber dahin, denn da ist das Fenster offen. Auch wenn ich finde, dass der Typ uns hier eigentlich sehen sollte. Jipp, Ladevorgang. Ups, das passt mir nicht, denn da scheint jemand zu kommen. Licht aus. Scheiße, Licht geht nicht aus. Nein. Was zur Hölle? Ich bin hier total unsichtbar. Ich meine, das habt ihr gerade auch gemerkt, oder? Also, hier kann man mich definitiv nicht entdecken. Ja. Hammer. Naja, ich möchte jetzt mal gerade nicht speichern, denn der Autosave, warte, sollte, ich guck mal gerade, eigentlich ja automatischer Save. Ja, ich habe gerade eben nochmal den Spielstand geladen. Und wie ich gerade um dieselbe Uhrzeit spiele wie das letzte Mal. Nur ein paar Tage später, wie ihr seht. Ein paar Tage, fast einen Monat. Krass. Und er kommt zurück. Also bleibe ich wieder in meiner ultimativen, unsichtbaren Ecke. Der mich hier echt nicht sieht. Du wunderst dich nicht, dass dein Kollege nicht mehr da ist. Das ist ganz normal für dich. Das ist kein Problem.
Und ich schleiche mich in die nächste nicht dunkle Ecke. Und bleibe in der nächsten. Ach, jetzt sieht er mich! Willst du mich verarschen? Das sieht er. Gut, dann